Hi Mädels, ich drehe heute für euch die Schminksammlung, weil die so zahlreich angefragt wurde. Ich muss aber vorab sagen, ich habe wirklich nicht viel an Kosmetik. Also auf keinen Fall vergleichbar mit den meisten Gurus hier auf YouTube. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ganz viel Spaß dran. Und vielleicht könnt ihr mir ja sogar ein paar eurer Favoriten empfehlen. Und ja, bleibt dran, viel Spaß bei dem Video. Hallo Leute, so jetzt seht ihr mich erstmal nicht und vorab. Wundert euch nicht, das sind hier einfach Softboxen, die ich aufgestellt habe, weil das Licht einfach schon sehr schlecht ist. Und genau, die stehen da jetzt einfach so. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Und zwar zeige ich euch meinen Schminktisch. So sieht das Ganze aus. Da steht auch noch der Stuhl, auf dem ich immer sitze. Und so sieht das aus. Von Weitem. Alles, was ihr hier seht, ist aus dem IKEA. War alles nicht teuer. Also ich habe diese Alex-Regale einzeln gekauft und dann habe ich diese Platte noch extra dazu gekauft. War aber auch, wie gesagt, alles wirklich nicht teuer. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem, was auf meinem Schminktisch draufsteht. So, und wir starten direkt mit diesem süßen kleinen Ding hier. Und das hier ist aus dem Primark. Das habe ich irgendwann, ich glaube, vor 2-3 Monaten geholt. Ich muss euch leider nur enttäuschen, da ist momentan wirklich nicht viel drin, sondern so Krimskrams, den man nicht verwendet. Zum Beispiel eine zweite Wimpernzange oder irgendwie Pinsel, die ich nicht wirklich gebrauchen kann oder irgendwie sowas. Es sieht einfach ganz schrecklich aus da drin, deswegen schauen wir erst gar nicht rein. Aber ich finde, das macht sich eigentlich sehr, sehr gut auf dem Schminktisch. So, und dann gehen wir auch schon hier rüber. Und hier seht ihr jetzt meinen kleinen Aufsteller. Ich glaube, den habe ich mal im DM gekauft. Und ich fange mal an, das Ganze durchzugehen. Diese zwei Lippenstifte hier sind von Kiko, die ich euch auch in meinem letzten Video gezeigt habe. Dann ist dieser Lippenstift hier auch von Kiko. Dann habe ich hier noch so ein paar Bobbypins drin stehen, aber ignoriert das einfach. Der hier ist von Estee Lauder. Der hier von P2, das ist dieser Place de la Concorde aus meinem vorletzten Video. Der ist von Rimmel. Die zwei hier sind von Revlon Lip Color Butters. Der hier ist von MAC. Der hier ist, glaube ich, ebenfalls von Rimmel. Und der und der, ach nee, sind gar nicht dieselben. Der hier ist von Catrice und zwar ist es die Nummer 270 und der hier ist von BU und das ist die Nummer 47 und der eignet sich auch perfekt für den Herbst. So, dann habe ich hier ein Manhattan Lip Gloss, ein No Name Lip Gloss, ein BU Lip Gloss, dann ist hier von Astor ein Lip Color Butter ebenfalls, dann wieder einer von BU, von Burberry, von Dior, ein Baby Lips, den ich aus den USA habe, dann ist hier auch noch einer von Revlon, der aus derselben Reihe ist, der hat da nur nicht mehr reingepasst, dann ist hier noch einer von Manhattan, dann ist hier komischerweise ein Pinsel, frag mich nicht wieso. Dann so ein Highlighter-Pen, dann sind hier Eyeliner ganz viele. Nochmal so ein blauer Eyeliner, ein Tool zum Nägel machen, also zum Nagellack auftragen. Eyeliner und diverse Stifte, die aber schon wirklich sehr kurz sind. Direkt nebenan befindet sich noch ein kleiner Aufsteller und in dem habe ich meine Wimpernzange, meine Mascaras, die ich eigentlich täglich verwende, also meistens sind es die hier, aber die hier von, den hier von Maybelline benutze ich auch sehr gerne. Dann steht hier der Black Shock Liner, weil ich den wirklich sehr regelmäßig benutze. Oder auch, wo ich jetzt nicht drankomme, ach doch, mein kleiner weißer Kajal. Dann noch ein Eyebrow Lifter Stift von Catrice und ein Kajal von BU. Also das hier sind so die Sachen, die ich wirklich fast täglich verwende, deswegen stehen sie hier. Dann befindet sich daneben eine Kerze von Bath & Body Works. Upsi. Ich weiß nicht genau, wieso ich sie da hingestellt habe, aber ich fand sie einfach so süß und sie riecht so geil. Oh, das ist einfach das Beste. Und zwar ist das die Kerze Mary Cookie. Die ist wirklich Hammer, Leute. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt,
Sachen von Bath & Body Works zu kaufen, dann holt sie euch. Dann geht es jetzt hiermit weiter. Und zwar stehen hier meine Pinsel in so einem Glas gefüllt mit Kristallsteinchen. Und ich muss sagen, viele, viele dieser Pinsel sind No-Name. Also ich hatte mir irgendwann mal bei eBay, als ich noch mit dem Schminken angefangen habe, als ich, weiß nicht, 15, 16 war, dann habe ich mir halt ganz viele Pinsel geholt. Den hier habe ich sogar mal abgeschnitten. Die verwende ich auch nicht ganz so oft, außer den hier vielleicht. Und sonst verwende ich eben die 5 Pinsel, die ich auch in meinem Travel-Video gezeigt habe, also in meinem What's in my Makeup Bag. Und die kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. So, dann gehen wir jetzt hier weiter und hier befindet sich ein Buch und zwar ist das von Bobbi Brown, Make-up Manual. Habe ich zum Geburtstag bekommen, habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und hier ist noch so eine kleine Dose sozusagen. Aber die ist momentan leer, aber ich werde dafür schon noch Verwendung finden. Und woher ich die habe, kann ich euch gar nicht sagen. Ich glaube, aus einem wirklich sehr billigen Geschäft für 2 Euro oder so. Aber ich finde sie einfach super, super schön. So, wir machen jetzt weiter mit der ersten Schublade. Und zwar befinden sich hier einige meiner Paletten. Zum Beispiel die Naked 3 Palette, dann die normale Naked Palette, Naked Basics Palette, Sleek Palette, Inglot Palette, die aber nicht ganz gefüllt ist. Hier habe ich nur die 2 Blushes voll. So. Dann habe ich in diesem Fach hier mein Augenbrauenpuder, dann einfach eine Augenpflege. Das hier ist von Urban Decay der Primer. Dann, das ist echt eklig. Das ist schon eine aufgebrauchte Camouflage, aber ich wollte das Döschen einfach säubern und dann vielleicht was drin abfüllen. Dann die Labello Lip Butter und ein Gel Eyeliner von Smashbox. So, schieben wir es mal weiter auf. Ich hoffe, man sieht es. Hier befinden sich 2 Paletten und zwar ist es einmal eine Zoeva Palette. Die Face Contour Palette ist das. So schaut sie aus. Ja, die Farbe hier ist schon sehr benutzt, aber auch abgebröselt und mittlerweile verwende ich diese Palette auch nicht mehr. Dann haben wir hier noch die 120er Palette von Manly. Das ist hier auch wieder so ein Krimskrams. Hier habe ich meinen Duo Kleber, dann ein Lipgloss, noch ein Lipgloss, dann, was ist das denn hier, von P2 ein Lippenprimer, ein Lipgloss, ein Stift, dann ist das hier auch ein Kajalstift und das hier ist von Manhattan ein Pastel Passion All Over Stick und hier hinten, was ist das? Was macht die hier? Okay, das ist eine Dior Palette. Gute Frage, warum sie hier liegt, aber das seht ihr dann gleich. So, und hier habe ich mein kleines Fach mit Wimpern gefüllt. MAC Wimpern, Red Cherry Wimpern, Drogerie Wimpern, also hier ist wirklich alles drin, aber ich kann euch wirklich die von Red Cherry am meisten empfehlen. Das sind meine absoluten Lieblingswimpern und ja, kauft sie euch, sie sind nicht allzu teuer und auf jeden Fall empfehlenswert. So, dann machen wir jetzt weiter mit der zweiten Schublade und in dieser befinden sich meine Blushes, meine Bronzer und solche Produkte eben. Also was man gut sehen kann, ich bin ein großer MAC-Fan. Ich kann mal schnell durchgehen. Das ist hier Lovejoy, das hier ist Gingerly, das ist Blush All Day, das ist Mocha, der hier ist Style. So, und dann habe ich hier noch einen Blush von The Balm, das ist Fred Boy. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Blush. Dann befindet sich hier unten noch so ein Puder von The Balm, auch sehr schön. Von Kiko ein Blush. Der Hoola Bronzer, der Coralista Bronzer. Der Coralista Blush von Benefit. Bella Bamba von Benefit. Und hier unten ist der Catch the Glow Bronzer von P2. So, nebenan befindet sich dann der Rocketeur von Benefit. Dann ein Chanel Blush in der Farbe Rose Initial 72.
Dann habe ich hier mein Kit mit Orgasm und Laguna von Nas. Ist auch wirklich sehr, sehr schön. Und da habe ich mein Big Beautiful Eyes Kit von Benefit. So, dann geht es hier weiter. Hier habe ich ein Blush von BU, das ist die 141. Dann habe ich hier zwei Puder von Kiko. Einmal ein helleres und einmal ein dunkleres. Vielleicht könnt ihr das sehen. So, dahinter ist dann noch ein Bronzer von BU. Dann haben wir hier ein Highlighter von, was ist das hier? Essence, genau. Autumn in the City 01. Ein Dior Highlighter, ein Catrice Highlighter, den Albatross Highlighter von NARS. Dann haben wir hier P2 Blush, Catrice Blush, Kiko Blush, den Pore Professional Agent Zero Shine von Benefit. Und damit werde ich hier durch. So, kommen wir jetzt zu der dritten Schublade. Und was sich hier befindet, ist eigentlich nicht mehr so viel. Hier sind meine Dior-Produkte und meine zwei Smashbox-Paletten. Admire Me, genau, das ist Admire Me und Entice Me. Und die Dior-Paletten, ja. Das ist zum Beispiel ein Puder, was aber auch schon fast leer ist. Und hier sind Lidschatten drin. Hier habe ich einen EOS Lip Balm, ein Dior Lip Gloss und drei Dior Lippenstifte. Und hier hinten ist eigentlich nichts mehr drin. Hier habe ich die Evelyn Schminkhilfe reingetan, die ihr mir sehr zahlreich empfohlen habt. Und habe sie auch schon verwendet und bin sehr zufrieden. Und hier habe ich einfach noch zwei Hand Sanitizer von Bath & Body Works drin. Und mehr ist hier auch nicht. Wir kommen jetzt zu der anderen Seite. Und zwar habe ich hier Lidschatten drin. Einmal ein paar Drogeriepaletten. Also das hier zum Beispiel ist die von Alverde. Dann habe ich die von Essence hier drin. Eine Palette von Catrice. Frozen Yogurt 100 Absolute Eye Color. Leute, die kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Ich glaube nicht, dass ich diese hier noch einmal irgendwann verwenden werde. Dann habe ich hier zwei Kiko-Paletten drin. Und hier befinden sich Monolidschatten. Und zwar sind das die hier, die Color Tattoos, zwei Stück. Dann MAC Painterly, dann einzelne MAC-Lidschatten. Dann von Essence einige, P2, Manhattan, Kiko, wieder Essence, Kiko, Manhattan. Und wenn wir weitergehen, habe ich hier meine Mascaras, die ich einfach momentan nicht verwende oder die vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber dann doch noch nicht alt genug. Dann habe ich hier eine BU Lidschattenpalette, eine von Manhattan, die ich schon kleben musste, aber die ist echt ganz schön. Auch wieder ein paar einzelne Lidschatten und da liegt momentan nichts mehr. So, widmen wir uns jetzt der zweiten Schublade und zwar befinden sich hier meine Foundations und meine Setting Sprays. Also ich habe hier einmal im Schnelldurchlauf Benefit, Revlon, Catrice, Chanel, Catrice, Estee Lauder, Astor, Catrice Camouflage und Fit Me Concealer. Dann habe ich hier mein All-Nighter Spray von Urban Decay und mein Setting Spray von Alverde. Hier hinten habe ich dann eine ein Hydrating Powder von Smashbox, Feuchtigkeitscreme von Alverde, eine BB Cream oder was war das? Glaub schon. Dann eine BB Cream von Kiko und von P2 das Feel Natural Make-up. Und hier habe ich einen The Balm Primer, dann den Professional Primer und von L'Oreal, ja, den Anti-Shine Mattifying Primer und den Anti-Redness Primer. Und das wäre es eigentlich auch mit der Schublade. So Leute, und das war es jetzt auch schon mit meiner kleinen, aber feinen Schminksammlung. Ich habe jetzt irgendwie gar kein richtiges Ende gefilmt. Ich hoffe, das macht euch nichts. Und ich wollte euch jetzt einfach noch einen schönen Tag wünschen und bis zum nächsten Video. Tschüss!